Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle stehen schon quasi kurz vor dem Release, doch die letzten Tage gab es nochmal einige durchaus interessante Leaks zu dem Spiel, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Hier soll es heute um das Postgame, den Untergrund und einige andere wiederkehrende Features gehen, daher an der Stelle natürlich nochmal eine ganz krasse Spoilerwarnung direkt am Anfang. Falls ihr nichts von dem hier gespoilert bekommen möchtet, schaltet das Video an der Stelle besser ab. Ansonsten geht's jetzt los. Und als erstes möchte ich über Giratina sprechen. Wir wissen ja nun schon seit einigen Tagen, dass es keine Zerrwelt in dem Spiel geben wird, sondern stattdessen einen sogenannten Zerrraum, den sogenannten Distortion Room. Und dieser wird Teil des Postgames sein, um genau zu sein, Teil des Ramonas Parks. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare, aber Tim, es heißt Ramonas Park. Und dazu kann ich nur sagen, ich kenne keine Ramona. Ramonas Park, weiter geht's. Denn im Ramonas Park findet ihr bekanntlich verschiedene Räume, in denen ihr diverse legendäre Pokémon fangen könnt. So haben wir im letzten Trailer dazu ja zum Beispiel schon die Räume für Rayquaza oder für Mewtwo gesehen. Und dort wird es auch einen Raum geben, der an die Zerrwelt angelehnt ist. Der sogenannte Distortion Room. Im Gegensatz zu den anderen legendären Pokémon lässt sich Giratina selbst jedoch nicht an diesem Ort fangen. Giratina findet ihr genau wie in Diamant und Perl, nämlich in der Höhle der Umkehr. Stattdessen bekommt ihr im Distortion Room den sogenannten Platinum Orb, mit dem ihr Giratina von der Wandelform in die Urform verwandeln könnt. Jedoch wird dieser nicht einfach dort rumliegen, sondern ihr müsst ihn euch verdienen. So, und jetzt kommt es. Wenn ihr den Platinum Orb aus dem Distortion Room mitnehmen möchtet, müsst ihr gegen ein pechschwarzes Urform-Giratina mit stechend roten Augen kämpfen. Na, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Und dieses ist auf Level 100. Ja, das ist so quasi der Endboss in dem Spiel, wenn man so möchte. Und ich will ehrlich sein, das ist vermutlich der beste Zerrweltersatz, den sie sich hätten ausdenken können. Außerdem finde ich es cool, dass dieses schwarze Giratina anscheinend eine Anspielung auf die Form von Giratina ist, die in Platin alle in die Zerrwelt zieht, mit dem schwarzen Körper und den roten Augen. Das hat mich sehr stark daran erinnert. Und auch der Kampfhintergrund und alles drumherum sieht so nice aus. Ich bin tatsächlich ziemlich hyped auf diesen Kampf. Kommen wir jetzt von simplen Fakten zu einer kleinen Theorie, und zwar spekulieren viele Leute darüber, dass es gewisse Hinweise auf Arceus in diesem Spiel geben soll. Wir wissen ja bereits, dass das Arceus-Event aus Diamant und Perl selbst nicht in dem Spiel ist. Es gibt zwar die Halle des Beginns und auch einen Battletrack für Arceus, aber das Event selber ist nicht spielbar. Was ehrlich gesagt nicht verwunderlich ist, denn Arceus bekommt 2 Monate später sein eigenes Spiel. Allerdings ist einigen Leuten eine Sache im Spiel aufgefallen, die aktuell für einigen Gesprächsstoff sorgt. Über der Kirche in Herzhofen befindet sich nämlich ein Symbol, welches so in dieser Form nicht in den Originalspielen auftauchte oder schlicht nicht visuell darzustellen war auf den paar Pixeln. Jedenfalls erinnert einige Leute dieses Bild sehr stark an Arceus. Besonders der Ring, der die Gestalt in der Mitte umgibt, erinnert sehr an den des Götter-Pokémon. Andere Leute vermuten darin eine neue Arceus-Form. Andere wiederum glauben, dass es sich dabei um eine Art Arceus-Kult handeln könnte und die Figur auf dem Symbol eine Art Priester oder ähnliches ist. Wir wissen noch nicht genau, um was es sich bei diesem Symbol handelt, aber wenn ich selbst einen Tipp abgeben dürfte, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Symbol in der Tat mit Arceus zu tun hat und am Ende in Pokémon Legenden Arceus wieder auftauchen könnte. Die Kirche hat, um ehrlich zu sein, nie eine große Rolle in Diamant und Perl gespielt. Stellt euch vor, wie cool es wäre, wenn sie diese Kirche in Pokémon Legends einbauen würden. Vielleicht wurde Arceus in dem Zeitalter von Pokémon Legends in der Tat von den Menschen als Gottheit verehrt. Vielleicht war es sogar damals eine richtige Art Tempel. Ich würde mir auf jeden Fall sehr wünschen, dass sie einige Dinge in das Spiel einbauen würden, die am Ende eine wirkliche Verbindung zwischen Legends und den Diamant und Perl Remakes herstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kirche von Herzhofen durchaus in diese Richtung gehen könnte. Oder habt ihr eine eigene Theorie dazu? Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Außerdem haben wir neue Informationen zu den ehemals mitunter seltensten Pokémon der Sinnoh-Region bekommen, nämlich Barschwar und Krüppuk. Ihr müsst wissen, diese Pokémon waren damals sehr besonders, da die Art und Weise, wie man sie erhalten hat, sich sehr stark von gewöhnlichen Pokémon unterschied. Barschwar beispielsweise zählt ja seit jeher somit zu den seltensten oder zumindest nervenstrapazierendsten Pokémon überhaupt. Und ein Barschwar in Diamant und Perl zu fangen, das war die absolute Hölle. Wer die DS-Spiele gespielt hat, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das war wirklich furchtbar, das will ich nie wieder durchleben. Umso mehr freut es mich, euch sagen zu können, dass das Ganze in den Remakes scheinbar genauso funktioniert wird.
Lasst mich euch das Ganze erklären. Barschwa kann nur im Untergeschoss des Kraterbergs zu einer 50% Chance geangelt werden. Allerdings spawnt Barschwa anders als andere Pokémon. Jedes Gebiet und jede Route in Pokémon-Spielen ist ja immer in verschiedene Felder aufgeteilt. Und normalerweise könnt ihr jedes Wasser-Pokémon in einem Gebiet an jeder x-beliebigen Stelle angeln. Barschwa ist jedoch nur an 4 Stellen im gesamten Untergeschoss angelbar. Ihr habt also keine Ahnung, wo diese Stelle ist, an der ihr angeln müsst. Also müsst ihr jede einzelne Angelstelle einzeln untersuchen und hoffen, dass euch die 50% Chance da keinen Strich durch die Rechnung macht. Und als wäre das noch nicht genug, ändern sich diese Angelstellen täglich. Die Kinder von heute wissen nicht, was wir durchgemacht haben. Ob die Angelstellen sich auch in den Remakes wirklich wieder täglich ändern, das ist noch nicht eindeutig bestätigt. Fakt ist aber, dass Barschwa einen wieder auf eine ziemliche Geduldsprobe stellen wird. Und ähnliches gilt wie gesagt auch für Krüppuk. Denn um Krüppuk begegnen zu können, musste man zuvor mit 32 Personen im Untergrund sprechen. Und dazu zählten keine NPCs, sondern richtige Spieler. Ich bin mittlerweile fast 25 und ich glaube, ich würde immer noch keine 32 Personen zusammenkriegen, die das mit mir machen würden. Ganz so schlimm wie Barschwa war es allerdings nicht, denn hier konnte man ein kleines bisschen tricksen. Denn tatsächlich konnte man auch einfach 32 Mal mit derselben Person interagieren. Das wurde am Ende auch genauso in Pokémon Schwert und Schild umgesetzt. Um dort Krüppuk in den Schneelanden der Krone zu finden, musste man nämlich auch zuvor mit 32 NPC-Charakteren entweder offline oder online interagieren. In den Remakes scheint es jedoch bedeutend einfacher sein, an Krüppuk zu gelangen, denn hier werden zu den 32 Personen, die man ansprechen muss, allem Anschein nach auch NPCs zählen. Also keine Sorge, ihr braucht keine Freunde mehr, um bestimmte Pokémon zu fangen. Aber Freunde wären trotzdem nicht schlecht. Und wir haben auch nochmal neue Informationen zum Untergrund Unterschlupf bekommen. Allem Anschein nach können wir nämlich dort auch verschiedene Starter-Pokémon fangen. So haben wir beispielsweise auf einigen Screenshots bereits ein Flamly oder ein Glumanda dort gesehen. Einige dieser Pokémon scheinen auch Zuchtattacken zu beherrschen. So sehen wir zum Beispiel, dass dieses Glumanda hier Drachentanz beherrscht. Außerdem ist das Glumanda auf Level 60. Das bedeutet, dass das Level der Pokémon allem Anschein nach auch mit dem stetigen Fortschritt in der Story und den Orden, die ihr erlangt, ebenfalls ansteigt, ähnlich wie die Dynaraids und wilden Pokémon in Schwert und Schild. Das Ganze erinnert mich tatsächlich immer mehr so ein bisschen an die Overworld-Encounter aus Schwert und Schild, denn diese beherrschten ebenfalls, zumindest wenn sie eine gelbe Aura um sich herum hatten, eine Zuchtattacke. Doch welche Pokémon uns im Untergrund Unterschlupf noch erwarten, das werden wir in einigen Tagen selbst herausfinden. Ich werde das Spiel auch am Release-Tag ab Mitternacht zum Release auf meinem Twitch-Kanal mit euch zusammen streamen. Ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch dort auch reinschauen würde. Ansonsten gab es die letzten Tage auch nochmal einige offizielle Infos zu den Remakes. Das soll es ja auch noch geben. Auch dazu habe ich einige Videos gemacht. Schaut gerne mal rein, um nichts zu verpassen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.